Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese ernsten Videos, wo ich mich immer aufrege, immer rumschnauze, dann sage, hey, was ist denn eure Meinung, dann diskutieren wir da weiter. Das ist doch irgendwie blöd. Machen wir heute mal einfach mal was Schönes, Lustiges. Ich habe so richtig Bock abzuroffeln, mich so richtig zu amüsieren. Und deswegen schauen wir uns mal die zwei absolut lustigsten Aussagen von CEOs in 2024 stand jetzt an und sprechen da mal ordentlich drüber. Was natürlich nichts anderes heißt, als ich reg mich doch drüber auf und wir diskutieren dann nachher doch drüber, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Machen wir dann überhaupt irgendwas anderes? Egal. Roll Kapitel 1. Fangen wir doch mal mit unserem guten Freund Mikey an. Deines Zeichens ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, was schon in meinen Augen einiges sagt. Und er hat einen richtig schönen Vorschlag, denn er hat schon einige Zeit darüber nachgedacht. Und so als Spieler, er hat sehr viel halt mit Singleplayer-Spielen zu tun gehabt. Und wenn ich so ein Spiel halt schlage, ja, habe ich manchmal einfach das Gefühl, das war so eine tolle Erfahrung und ich bin wirklich begeistert davon. Und dann habe ich schon oft, wirklich sehr oft, also hat er wirklich, Mike hat sehr oft darüber nachgedacht, ich wünschte, ich könnte diesen Leuten nochmal 10 oder 20 Dollar bezahlen, weil es war mehr wert als die eigentlichen 70 Dollar, die ich bezahlt habe. Und die haben nicht versucht, uns irgendwie noch die ganze Zeit, jede Sekunde noch mehr Geld abzuverlangen. Und dann zählt er noch verschiedene Spiele auf. Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring und so weiter. Und er weiß, 70 Euro ist schon echt viel, Leute. Aber es soll ja nur eine Option sein, am Ende des Spiels, dass man dann nochmal ein Trinkgeld bezahlen kann. Diese Spiele oder manche Spiele sind halt einfach spezial. Das ist halt einfach so. Erstmal schon mal außen vor, wie lustig es ist, dass da nicht ein Spiel ist, das von Blizzard kommt. Das ist halt wirklich komplett ironisch. Wir haben hier Rockstar, wir haben Larian Studios, wir haben From Software, wir haben PlayStation, Sony. Es ist halt schon sehr ironisch als Ex-Präsident davon. Und dann, ich weiß, die meisten von euch werden diese Idee nicht mögen. Say what? Ja, und ich weiß auch, wie schlimm es ist, wenn man da diesen Druck empfindet und so. Aber es ist halt schon irgendwie eine coole Idee. Ach ja, das ist schon echt toll. Also ich finde diese Idee wirklich sehr lustig. Und versteht mich nicht falsch, wenn das ein Otto-Normalverbraucher gesagt hätte. Wunderschöne Sache, wunderschöne Diskussion. Hätte ich nicht drüber gelacht, hätte ich einfach gesagt, ja, kann man ja mal vorschlagen, so wenn man das Spiel so cool fand. Auf jeden Fall nett. Aber wenn sich da ein CEO hinsetzt von Blizzard Entertainment oder ehemaliger CEO mit einem Vermögen von weiß ich nicht was. Hey, Omni aus der Zukunft hier. Ich kann nicht genaue Zahlen sehen. Ich meine aber, dass so mit 8 Millionen irgendwie 2022 Umsatz rausgekommen ist, kann falsch sein. Ich habe auch manchmal von 300.000 pro Monat gelesen. Sind wir uns einig, der verdient recht viel Geld. Und ich habe nochmal so einen schönen Artikel gefunden, der das Ganze noch ein bisschen schlimmer macht. Denn er hat seine Arbeit degradiert damals, als er noch bei Blizzard war und hat nochmal ganz klar gesagt oder sie zurechtgewiesen, dass ja so ein QA-Arbeiter, also Quality Assurance-Arbeiter, doch niemals so viel wert wäre wie ein CEO. Und hat er auch gesagt, wenn du denkst, dass Executives, also wie er CEOs, so viel Geld oder viel mehr Geld machen würden als sie, also die QA-Arbeiter, dann würden sie einen Mythos leben. Dann haben hier die Mund nachgeguckt, ja, so ungefähr 55.000 macht der QA-Arbeiter. Ich glaube, da macht der Mike dann doch ein bisschen mehr. Das macht das Ganze, naja, dann noch umso lustiger. Naja, zurück zum Punkt. Er macht also viel Geld und das auf den Schultern der Entwickler und dann sagt, boah, weißt du, was cool, weil wenn ihr nochmal 10 oder 20 Dollar mehr bezahlen würde, das wäre doch voll geil, oder Leute? Das ist doch eine richtig coole Idee. Er, der halt als Blizzard Entertainment Chef unglaublich von diesen Entwicklern profitiert hat, sie unglaublich ausgeraubt hat. Da sind ja nun auch Missstände passiert, auch wahrscheinlich während er noch der Chef da war. Und das ist egal. Ihr als Spieler könnt ihr nochmal Geld bezahlen. Und dann kommt nicht das Lustigste noch dazu, denn was hat das eigentlich für Konsequenzen? Erstmal abgesehen davon, dass wir gut nicht die Spiele, die ja jetzt genannt sind, muss man fair sein, aber abgesehen davon, dass wir in allen oder fast allen Spielen auch von Blizzard Lootboxen drin haben. Ein Battle Pass, Premium Edition, Gold Edition, Deluxe Edition, ultra krasse Collectors Edition, yo, was geht ab, mein Freund Edition und so weiter und so fort. Konstant monetarisiert werden jeden Meter des Spieles in diesen neuen Spielen, ist es halt einfach noch krass zu sagen, dass als jemand, der den Publisher vertreten hat, gibt uns noch mehr Geld, denn dieses Geld wird niemals die Entwickler erreichen. Vielmehr würde ich sogar sagen, dass die Publisher das dann als die neue große Idee nutzen würden, um noch mehr Geld zu machen in ihre eigene Tasche, damit so CEOs wie der liebe Mike hier sich locker nochmal eine schöne Insel in der Karibik gönnen können. Aber man muss auch ehrlich sein, die gönne ich ihm auch, ja. Also er muss halt schon auch ordentlich bezahlt werden dafür, dass er halt, ja, CEO ist der Firma. Und ich sehe das ehrlich gesagt so, wie jetzt zum Beispiel dieser User hier. Ja, wenn ich jetzt einfach das super finde, kaufe ich mir das nochmal auf einer anderen Plattform oder kaufe es jemand anderen. Ich zum Beispiel habe mir Civilization auch für die Xbox, glaube ich, geholt oder Switch, ich glaube sogar beides und für den PC. Und ich habe mir zum Beispiel auch sowas wie Age of Wonders für mehrere Plattformen gekauft und auch andere Spiele wie
Ia, das wahrscheinlich kein Mensch kennt, aber halt alle Spiele, wo ich sagte, ey, die brauchen ein bisschen Unterstützung, die fand ich auch sehr gut. Da habe ich auch kein Problem, es zweimal zu bezahlen. Und deswegen denke ich, haben wir schon genug Monetarisierung und auch genug Möglichkeiten, den Entwicklern auch noch ein bisschen was zu geben, ohne dass die Publisher da jetzt nochmal extra abgreifen können. Also ich finde das halt einfach faszinierend, von so einer Position aus so einen netten Kommentar zu sagen oder abzugeben. Ihr könnt ja mal eure Meinung sagen, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall lustig, mal auf diesen Tweet zu gehen und sich das Ganze mal anzuschauen, was so geantwortet wurde. Der hier von Texan Patriot ist zum Beispiel auch sehr lustig, kann man sich mal geben. Aber schwafeln wir nicht lange rum, gehen wir direkt zum auch noch lustigsten CEO-Take, den es in diesem Jahr schon gab. Und zwar bewegen wir uns diesmal in den Kreisen der Embracer Group. Denn der gute Lars hier, Moment mal, das ist der Typ aus Stranger Things, oder nicht? Entschuldigung, der gute Lars hier, der hat tatsächlich einen sehr interessanten Take gebracht, nachdem sein Spiel Alone in the Dark gefloppt ist. Das muss man erstmal sagen, Alone in the Dark ist halt irgendwie aus den 90er Jahren entwickelt worden und hat über den Laufe der Jahrzehnte tatsächlich, wenn überhaupt, nur schlechte Ableger bekommen. Er geht aber in dem Artikel darauf ein, dass die Qualität wäre gut, dass aber viele einfach es nicht so richtig annehmen und dass sie einfach nicht genug Kunden anziehen können. Was natürlich schon mal an sich eine lustige Aussage ist, mal ganz abgesehen von dem, was er ja eigentlich sagt. Denn wenn ich eine Reihe auflege, die schon uralt ist und damit irgendwie hoffe, noch Leute anzuziehen, die vor 30 Jahren dieses Spiel gespielt haben, obwohl es im Laufe der Zeit nur schlechte Spiele kreiert hat, dann bin ich ja eh schon lost in meinen Augen. Aber gut, das ist halt schade, dass dann so ein Spiel natürlich kaputt geht, gerade für die Entwickler. Betrachten wir aber die Metacritics, dann sehen wir halt, das ist ein durchschnittliches Spiel, wenn überhaupt, von den Usern ganz gut angenommen. Also von daher ein bisschen übertrieben wieder daran, wieder irgendetwas festzumachen. Denn er sagt eben weiter an, das ist einfach die brutale Wahrheit. Es war eine große Investition, letztendlich müssen wir das richtig machen, denn es ist eben eine Branche, wo man Geld verdienen müsste und um eine Zukunft zu haben und investieren zu können und letztlich müssen wir diese Verbraucher halt finden. Ja, dann muss man halt auch gucken, dass das Produkt gescheite Zeit hat, die Arbeiter anständig arbeiten können. Aber das ist ja nicht mehr das Lustigste. Ne? Es ist auch schon irgendwie wieder schwierig, das daran festzumachen, sich dann zu solchen Takes hinreißen zu lassen. Sondern wichtiger ist das hier. Steigende Kosten, Leute. Machen den Publisher zu schaffen. Das ist das Schlimme. Die Publisher haben Probleme damit, dass die Kosten steigen. Das heißt natürlich, der CEO selber, er muss halt natürlich ein bisschen was verdienen. Das muss man einfach sagen. Aber an sich wird es halt echt teuer. Ne? Das heißt, man muss den Entwicklern ja mehr Geld geben. Das heißt, er muss auch mehr Entwicklungskosten dann haben. Und das ist halt blöd, ne? Dass man dann halt oft dann schon kritisiert hat, dass die Preise zu gering sind. Und jetzt kommt er dann. Das ist das Lustige. Ich weiß nicht, ob ich es komplett falsch verstehe, aber ich finde, das ist so eine dumme Sache. Es ist halt, ob es eines Tages eine Firma geben wird, die versucht, die Preise zu erhöhen, bleibt abzuwarten, aber sorry, Moment mal. Also es hat noch nie eine Firma die Preise erhöht. Wir haben doch jetzt erst den Standard seit einem Jahr oder eineinhalb, dass wir 70 Euro pro Spiel zahlen. Also ich habe damals noch, ja, und das ist lange her, Kinder, hört zu und zieht euch eure warmen Socken an, noch 40 Mark bezahlt und danach vielleicht 30 Euro, dann 40 Euro, dann 50 Euro, dann 60 Euro und jetzt sind wir ja schon bei 70 Euro. Also was genau meint er damit, dass er sagt, es wurde noch nie versucht, die Preise zu erhöhen? Also vielleicht würde es mal eine Firma geben, die das tut. Was vielleicht sein kann, aber das ist auch schon so bescheuert, aber was halt sein kann, ist, dass er meint, dass man, wenn man größere Spiele hat, also hier zum Beispiel eins für 100 bis 150 Stunden Gameplay herstellen, dann sollte man halt einfach auch mehr bezahlen dafür, aber es ist ja bei manchen Spielen vorher nicht klar, ob die 150 Stunden bieten. Von daher müsste ich ja dann das schon erahnen können und auch als Publisher und Entwickler sagen können, das Spiel muss so lange gebaut werden. Und ist das dann wirklich sinnvoll? Ich finde es halt total bescheuert. Aber lustig ist ja einfach diese Aussage. Ob das jemals eine Firma versuchen wird, dass wir mehr Geld aus Spielen draus ziehen? Weiß ich nicht. Ist das schon mal passiert? Fällt euch da irgendwie so irgendwas ein, wo das schon mal passiert ist? Also mir fallen da einige ein. Also es steht hier auch nochmal oben, ich sage nicht, dass man die Preise nicht erhöhen kann. Aber die Realität ist, dass es noch niemand versucht hat. Was? Sorry, ihr müsst euch meinen Artikel mal durchlesen. Da muss doch irgendwas falsch verstanden worden sein. Der sagt ernsthaft, es hat nie jemand die Preise erhöht. Was labert der da für eine Entschuldigung. Schon allein, dass die Preise für die Spiele halt so extrem gestiegen sind. Und dann noch, was man für Monetarisierung innerhalb der Spiele noch dazu bekommt. Wo keine Preiserhöhung? Wo genau? Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das sind doch absolut Preiserhöhungen überall an jeder Ecke. Und seine Konsequenz wäre einfach, dann müssen wir einfach kürzere Spiele programmieren. Das wäre eine andere Möglichkeit. Oder eben, ja, wenn die große RPGs haben wollen, müssen sie auch mehr Geld ausgeben als Einzelspielerspiele. Wir sind also wieder in der gleichen Situation, wie ich schon letztes Jahr das Video in
infektiös zu EA gemacht habe. Guckt es euch nochmal an, lasst euch ein Like und ein Abo da. Da gab es ja genau diese Takes, wo EA sagt, die Singleplayer-Spiele sterben aus. Dass sie dann trotzdem noch mit guten Singleplayer-Spielen extrem viel Geld gemacht haben, war dabei egal. Aber es läuft wieder auf diese gleiche Geschichte hinaus. Nein, Singleplayer-Spiele sind nicht mehr haltbar, weil sie einfach viel zu teuer sind. Dann sagt er nämlich, ja, erhöht man die Preise der Spiele oder macht man sie kürzer? Das wären die Optionen. Es gibt Möglichkeiten, denkt er, aber es wäre ja traurig, wenn es nur noch große Multiplayer-Titel mit Ingame-Monetarisierung geben würde. Es gibt ja auch schon Singleplayer-Titel, die Ingame-Monetarisierung haben, plus die ganzen Editions, die wir haben, Gold, Premium, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Ich fühle mich auch, als wenn ich mich mal wiederholen würde. Ja, und es gibt viele Millionen, die sich halt auf klassische Spiele einlassen möchten. Ja, CEO von Embracer, du bist aber keine Firma, die sehr gute Spiele herausbringt. Das ist das Problem. Nicht, dass du nicht die richtigen Spielarten herausbringst oder sonst irgendetwas. Du müsstest dich auf die Qualität deiner Produkte beziehen. Ich meine, guckt euch Embracer-Renommees in den letzten Jahren an. Da ist doch nichts dabei, wenn wir von den ganzen Flops reden. Es ist unfassbar. Und er kommt wieder mit diesem gleichen Argument, Singleplayer sind zu teuer. Müssen wir teuer machen oder kürzer? Es gibt Spiele schon, die haben genau nur 4 Stunden und kosten 60 Euro. Was ist das für ein Argument? Es macht mich wahnsinnig. Ich meine natürlich, mehr Spaß hier, ist das lustig. Das wird ja besonders lustig, weil es immer aus dieser Position eines CEOs kommt, der die Millionen einsammelt jedes Jahr und sagt, ja, wir müssen aber nochmal die Preise, wir müssen da irgendwas machen. Nicht Qualität erhöhen, nicht unsere Arbeiter besser behandeln, nicht denen mehr Zeit geben, nicht denen mehr Ressourcen geben, nicht darauf achten, dass die Qualität der Stories besser wird oder sonst irgendwas. Nein, nein, entweder kürzere Spiele oder teure Spiele. Ach, ist das lustig. Ich finde, also Mike und Lars gehören einfach auf jede Party. Das ist so richtig Kracher. Die können einen so richtig schön eiskalt erklären, wie man denn als Verbraucher zu sein hat und wie viel man denn bezahlen soll für die Produkte. Das ist doch einfach richtig lustig. Naja, könnt ihr mal selber eure Meinung sagen. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas komplett falsch verstanden in diesem Artikel. Ich bin echt sprachlos davon. Das sind einfach die lustigsten Takes, die es dieses Jahr bisher gab. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da. Guckt mal bei Twitch vorbei oder, keine Ahnung, lasst einen Kommentar da und regt euch selber darüber auf oder sagt, wie blöd ich war. Haut rein.